Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Lasst gerne auch eine Bewertung auf dem Video da und schreibt mir vielleicht auch Videovorschläge in die Kommentare. Derzeit sind die Motorboote auch im Arena-Modus und in allen Turniermodis entfernt. Das heißt, wenn ihr die spielen solltet, habt ihr eigentlich kein Fortbewegungsmittel außer im Wasser selbst. Solltet ihr ein bisschen aufpassen. Und ihr könnt euch auch schon mal auf Freitag oder Samstag freuen, wenn ihr ein bisschen Technik, also PC-Hardware interessiert seid. Denn dort wird eine Review zur, oder zumindest bekomme ich dort die neue Grafikkarte. Und das Review zu dieser Karte wird dann auch folgen. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Würde mich auch riesig freuen, wenn ihr dann dort auch im Video vorbeischaut. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Item-Shop an. Der Sieger war eigentlich schon relativ klar, dass dieser besondere Skin zurückkommt. Hat mich auch trotzdem freut mich jetzt tatsächlich trotzdem, dass der reingekommen ist, auch wenn ich ihn mir nicht kaufen werde. Aber finde ich einfach cool, dass dann ein paar mit dem Skin vielleicht rumlaufen. Heute haben wir neu die Honigknacker-Spitzhacke. Und ich weiß gar nicht, ob dazu überhaupt irgendwelche Skins oder so sind. Ach so, wahrscheinlich ist das die Spitzhacke zum Bushranger passend. Waldgewalt-Set und ja, genau. Das heißt, die Spitzhacke gehört zum Bushranger-Skin. Finde ich cool, dass es im Prinzip jetzt mit dem neuen Skin auch eine neue Spitzhacke gibt. Ja, dann haben wir hier den Nachtglanz-Skin. Der hat einen zweiten Stil, auch wo er nicht schimmert. Und immer den Schimmerstil ist ganz nice, der Skin. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Beim männlichen ebenfalls das gleiche mit und ohne Leuchten. Sieht auch ganz cool aus. Dann die Spaltlicht-Spitzhacke. Ist nicht schlecht, aber ich glaube, es gibt deutlich bessere Spitzhacken. Den Flittergleiter wiederum finde ich richtig preiswert. Vor allen Dingen für 800 V-Bucks, also ein blauer Gleiter, bekommt man einen, der wirklich weit entfernt ist vom Standardgleiter. Sieht sogar ziemlich cool aus mit Weiß, Gold, Schwarz. Gefällt mir. Dann die strahlende Axt ist wieder nichts wirklich Besonderes, aber für 500 V-Bucks ist sie trotzdem in Ordnung, meiner Meinung nach. Als nächstes haben wir den bissigen Taucher. Passt jetzt ja auch endlich mal, wo man schwimmen kann. Sonst war das ja die ganze Zeit nur ein Landhai. Jetzt auch endlich mal ein Wasserhai. Aber für 2000 V-Bucks finde ich den etwas zu teuer, den Skin. Da ist zu wenig dran. War aber auch schon lange nicht mehr im Shop drin, also ich glaube, der hat schon fast ein Jahr, meiner Meinung nach. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie lange der nicht mehr drin war. Ich meine, es war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr. Dann habe ich hier auf jeden Fall den kleinen Mampfer. Der sieht ziemlich nice aus. Vor allem, wenn man hier den so schüttelt, dann bewegt sich hier auch ja, der Hai oder was auch immer das darstellen soll. Sieht nice aus. Als letztes haben wir noch den Laserbeißer für 1500 V-Bucks. Auf jeden Fall ein ziemlich teurer Gleiter. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn mir damals gekauft habe. War auf jeden Fall der erste goldene Gleiter. Als nächstes haben wir den Cloak Shadow. Sieht auch ziemlich nice aus, der Skin. Hier hinten mit diesen Schattenflügeln. Gibt es ja jetzt auch in der Schattenvariante oder schon seit etwas längerer Zeit. Hier die Hörner sehen auch ganz cool aus. Und im Shop, by the way, gibt es ja auch das Schattenfeuerpaket. Hier mit wirklich super vielen Sachen. 30 Euro auf jeden Fall vollkommen empfehlenswert. Bis auf den Power Shorts Skin mag ich die beiden Skins wirklich gern. Auch alle passenden Extras dazu sehen ziemlich cool aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es den Sichelschläger. Abtrünnige als wieder No-Skin-Outfit im Prinzip. Die Schlürflockierung sieht ziemlich nice aus. Hier schöner Effekt, kann man gut sehen. Crisscross, nice Musik. Relativ standardmäßige Moves natürlich, aber 500 V-Bucks. Geht trotzdem klar. Dann Kaktuspose. 200 V-Bucks, auch vollkommen in Ordnung dafür. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.